Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Mittlerweile habe ich endlich die Bronzetrophäe erhalten in Frankreich. Da gehen direkt Grüße raus an Carla, danke dir für den Spot. Und hier gehen auch direkt nochmal Grüße raus an Carla, danke dir auch für diesen Spot in Holland, in den Niederlanden am Kanal. Denn das hier ist ein allgemeiner Spot, wo wir jede Art von Fisch direkt fangen können. Ich zeige euch gleich wo, ich zeige euch welches Setup und ich erkläre euch auch gleich, wie, mit was für Ködern wir darauf gehen und so weiter. So, also, wie ihr es oben links schon seht, wir sind bei 143, 132, ist wohl so der allgemeine Spot, wo man hier die Fische fängt. Das heißt, wir starten hier, dann laufen wir hier komplett rüber zu dem letzten Steg, da wo hier auch der Baum steht, wo wir nicht weiterkommen und da wo die Windmühlen sind. Da werfen wir einfach hier Richtung Häuser und Boot aus oder weiter nach links. Wichtig ist, voll auswerfen. Denn in dem 9 Meter tiefen Bereich sitzen sie dann, die Brocken. Also auch der, wie schimpft das sich, der europäische Stör, der hier aber wirklich sehr selten ist, ebenso auch der Aal. Ja, deswegen, ich zeige euch gleich mal, was ich bisher gefangen habe, dass ihr das dann auch mal seht und auch nachvollziehen könnt, warum ich hier stehe. Ich habe hier nämlich mehrere oder unterschiedliche Setups bewusst, dass ich das, was ich gerne fangen würde, breit fächer. Jetzt hoffe ich natürlich, dass hier auch mal europäischer Stör im Laufe der Zeit mal beißt, denn mir fehlen eigentlich, ich meine nur noch drei Fische, die Zerte, der Aal und der europäische Stör. So, das Auswerfen können wir variieren, einfach von rechts nach links, aber wichtig ist voll auswerfen. Zum Setup kommen wir gleich. Werfen wir damit auch mal darüber. Weit genug raus kommen wir ja, meine ich. So, Setup. Ich habe meine starken Ruten, falls was Größeres beißt. Ja, wir haben dich alle wahrgenommen, meine liebe Angelrute. Also, grundsätzlich reicht hier die 18 Kilo Rute. Ihr könnt natürlich auch eine bessere nehmen, eine stärkere nehmen, ist gar kein Ding. Ich allerdings habe jetzt erstmal die hier, dass ich die Fische auch schnell ranbekomme. Also, wie ihr seht, hier ist passendes Setup, ein Futterkorb und ein Vorfach sowieso, gerade wegen dem europäischen Stör oder dem Flussbarsch, jetzt habe ich's. Dann ein Haken, Garnelenschwanz ist bewusst für den europäischen Stör. Dann das normale erfolgreiche Fischen reicht hier vollkommen. Hier ist gleiche Nummer mit einem Einserhaken, allerdings mit Krebsschwanz, wegen dem Aal. Dann wieder die fertige Futterbällchen und dann hier nochmals gleiche, wieder ein Einserhaken, aber eine Eintagsfliegenlarve in Bezug auf die Zerte. Denn bevor ich jetzt hier was reinhole, dass ihr auch seht, was ich meine, ich habe ja eigentlich recht alles schon gefangen. Das hier recht oft mit dem Weißbauchflunder, ziemlich oft mit dem Garnelenschwanz. Wie ihr seht, mir fehlt hier nur noch Zerte, Aal und der europäische Stör und dann hätte ich auch hier mein Bronzeabzeichen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir hier jetzt eine Zerte dran haben. Wobei bei dem Widerstand ich das nicht glaube. Es sei denn, es ist eine größere Zerte. Ja, und hier beißt es eigentlich grundsätzlich gut. Ich vermute, dass es eventuell an meinen Angelrouten liegt. Die Kit-Routen, die ich da nutze. Denn mir wurde ja auch gesagt, also angeblich ist es so, dass es keine Einwirkung hat, was für eine Angelrute ihr nutzt. Nutzt ihr natürlich eine, die jetzt, sage ich mal, nicht so viel ab kann wie die hier, die ich hier gerade habe. Ja, dann wäre es wohl so, wenn ich jetzt die 18-Kilo-Rute nehmen würde, wären die Bissraten wohl höher. Das werde ich noch testen und was ist denn das? Das ist doch keine Zerte. Eine Maräne. Auch die ist hier fangbar. Das blenden wir mal aus. Wollen ja keine Schleichwerbung verbreiten. So, ja, und was ich bisher gefangen habe, seht ihr hier.
Alles an dem Spot. Ich hatte auch mal den roten Kaviar drauf, alternativ wegen dem, einmal wegen der Maräne, die hat mir auch gefehlt. Und alternativ wegen der Zerte, aber bisher hat auf die Eintagsfliege hauptsächlich der Maifisch gebissen, deswegen, boah, ich bleibe hier einfach mal und probiere mal weiter aus. Ja, dann hier, wie ihr seht, mehrfach die Weißbauchflunder und der Kaulbarsch ist hier auch vertreten. Hat sogar auf einen Haken gebissen. Und in der Zeit, wo wir hier warten, bis was beißt, gucken wir einfach mal, was die Weißbauchflunder und so weiter wert ist. Und dann laufen wir wieder hin und dann gucken wir mal. Also, wenn wir hier mal gucken, weil das ja gerade für die Einsteiger interessant ist, die Weißbauchflunder mit 2,3 Kilo hat schon Wert von 26 Silber. Ich bleibe einfach bei dem Begriff Silber, weil vorher war es Silber und bleiben wir einfach dabei. Und die anderen sind jetzt so, ja, okay. Also, ich meine, für 500 Gramm 7 Silber oder fast 7 Silber ist schon in Ordnung. Ja, dann gucken wir mal, was für eine Grundroute wir hier denn zu kaufen bekommen. Die 18-Kilo-Route, haben wir hier noch 12 und 8. Da ist meine Lieblingsroute, die Pickers-Route. Hätte ich nicht gedacht, aber ist richtig gut. Vor allem, man kriegt 50% mehr Erfahrung. Wie viel Erfahrung kriegt man denn? Egal. Also, nehmt ihr euch die hier, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Rolle bekommen, die vielleicht ein bisschen besser ist. Und zwar eine, die. Ah, da ist ja eine 18 Kilo und 16 Kilo Zucker. Wieso habe ich die nicht drauf? Gucken wir mal eben. Aha. Das switchen wir gleich mal um, dann können wir nämlich auch die anderen Grundrouten nutzen. Die Rollen waren hier, hier ist sie. Die ist auch nicht mal teuer. Also, ja gut, was heißt nicht mal teuer? Es ist okay für den Preis, vor allen Dingen halt auch für die Leistung. Weil wenn ich hier vergleiche, wenn ich mir jetzt eine richtige Grundroute zusammenstellen wollte, in Bezug auf die auf eine gute Karpfenroute hier oder Grundroute, dann sieht man hier schon nur die Rolle. 21.000, also, ja. Da kann man gut Geld da lassen. So. Wir sehen uns gleich wieder. Ich skippe mal ein bisschen. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Wir haben hier auch direkt an mehreren Angelrouten Biss. Beziehungsweise an zwei Stück. Einmal bei der Eintagsfliegenlarve und einmal am Krebsschwanz. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Alltagsüberbeiß ist. Die sind ja eher nachtaktiv, aber die. Fährt einfach ein Schiff. Boot. Ein Bootsschiff. Wollt das kleine Vieh rankommen. Ich dachte gerade eben, das wäre der Fisch. Ist einfach nur einer gesprungen. So, dann mal ran hier. Zerte. Nein, eine Finte. Ich wollte eine Zerte. Verdammt. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht haben wir auch Glück und europäischer Störbeist. Wäre natürlich auch cool. So, können wir mal den Widerstand der Bremse ein bisschen erhöhen. Dann zeige ich euch gleich, wie ich jetzt die 18 Kilo Grundrouten einrichten würde. Habt ihr gesehen, der Preis liegt, glaube ich, bei knapp 300 Silber. Und ja. Da gucken wir mal. Was ist denn das? Ich kenn, das ist doch ein Stör. Da ist er ja endlich. Gott sei Dank. Jawohl. Also auch das klappt. So, wenn ich jetzt die Grundroute umrüste, dann würde ich grundsätzlich. Hier. Jetzt. Dann würde ich auf diese Rolle gehen. Gut, die Schnur. Okay, die müssen wir wohl lassen. Dann wird mein Setup in etwas so aussehen. Natürlich anderer Haken, anderer Köder, aber auch mit Vorfach. Aber mit der 18 Kilo und 16 Kilo Bremskraft ist halt schon richtig ordentlich. Nein, das war jetzt die falsche. Die hier. So. Kann ich die nämlich nutzen. So, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht.
Ich wollte nur mal wissen. Nee. Können wir nicht. Okay. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ihr habt gesehen, der europäische Stör ist hier zu fangen. Jetzt geht es bei mir eigentlich nur noch um die Eintagsfliegenlarve. Eintagsfliegenlarve. Zähle ich schon Köder auf. Um die Zerte und um den Aal. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne, lasst gerne was in den Kommentaren da, wenn euch was nicht gepasst hat. Wenn ihr Vorschläge habt oder Tipps habt zu einem Spot, bin ich sehr dankbar dafür. Wird auch dementsprechend ein Video dazu machen und euch namentlich erwähnen. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich. Sage euch danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!